Du hast Laurentius also auf dem Pfad der Rechtschaffenheit zurückgeführt. Gerade war ein Bote der Bruderschaft hier, der berichtet hat, dass sich Laurentius tatsächlich gestellt und erst gebeichtet hat. Er kann einem fast leid tun. Als kleiner Junge wurde seine Mutter getötet. Sobald er dann alt genug war, trat er ins Klageregiment ein, um seine Heimat Gridania zu beschützen. Dabei hat er stets das Gefühl, schwach zu sein und nichts ausrichten zu können. Es hat ihn dazu verleitet, dem Blockruf des Geldes zu verfallen. Er hoffte wohl, durch Gil Macht und Einfluss zu gewinnen. Na, wenn er seine Fehler nun eingesehen hat, ist es ja gut. Ich trage ihm nichts nach. Wenn er sich das nächste Mal im Haus blicken lässt, gebe ich ihm einen aus. Und dir danke ich von Herzen. Du hast den Verräter entlarvt und einen verlorenen Sohn in den Schoß des Waldes zurückgeführt. Übrigens gibt es noch eine gute Nachricht. Ich weiß jetzt, wo sich die Älteste der Silfen befindet. Jo. Yay, die Rettung der Ältesten. So, wenn die Daten kann ich mal ausmachen. Ratet mal, ich habe interessante Neuigkeiten über die Silfen rausgekriegt. Die Älteste der Blätterfeen, Frixio, wurde gesichtet. Frixio, das ist die älteste und angesehenste Persönlichkeit in der Silfenzuflucht. Mit ihr hatte Gridania schon des Öfteren diplomatischen Kontakt. So eine Art Vermittler zwischen Gridania und den Silfen also. Okay, das hatten wir gerade. Im Südwald liegen die 1000 Löcher von Totorak. Schon mal davon gehört? Das ist ein verfallener unterirdischer Kerker und dort hat man die Silfe angeblich gesehen. Und zwar ganz vor kurzem. Wenn ihr euch beeilt, erwischt ihr sie noch. Ab, Abenteurige zu Hilfe. Es ist fürchterig. Hey, das ist ja einer von den blättrigen Gesellen. Nun beruhig dich doch erstmal, Kleiner. Der ehrenwürdige Frixio ist im finsteren Totorak. Nun kommt die Ältigste nicht mehr heraus. Das sollte sich eure Älteste aber besser überlegen, in so ein gefährliches Gemäuer einzuflattern. Seit 30 Jahren ist da keiner mehr runtergestiegen. Und was sich in dieser Zeit da unten alles eingenistet hat, will ich gar nicht wissen. Es ist garantiert alles voller Gewürm und Getier. Frixio ist doch nicht freiwillig da drin. Die gemeinigen Galliar haben sie hineingescheucht. Ach bitte, irgendwelche sollen ihr helfen. Das ist schlecht. Frixio ist uns wohlgesinnt. Ohne sie würde uns eine wichtige Verhandlungspartnerin fehlen. Diese Silfe ist verwundet. Ich werde mich um die Verletzung kümmern. Ida, fordere von der Bruderschaft Hilfe an. Jawohl, wir wollen ja nicht unsere Brücke zu den Silfen verlieren. Daria Eissatze, kannst du schon vorauseilen und versuchen, Frixio aus den 1000 Löchern von Totorak zu retten? Wir dürfen jetzt keine Zeit verlieren. Yay. Smile. So, in die toten Löcher von Totorak gehe ich allerdings mit NPCs. Aus Gründen.
Ich bin jetzt offiziell doof. Wieso? Hi, Kitty. Hi. Na? Oder willst du mit? Ich hab grad gar nicht damit gerechnet, dass du hier auftauchst. Das ist doch überhaupt nicht gruselig, ey. Oh je. Oh je. Oh je. Okay. Kitty, willst du die anders? Ich mach Kitty fruchtbar. Ich mach Kitty fruchtbar. Ich mach Kitty fruchtbar. Ich mach Kitty fruchtbar. Okay. Lauter werdet ihr das niemals aus mir herausbekommen. Also, Kitty, hast du morgen kurz. Also. Kurz 2 Sekunden Zeit, morgen, eventuell, wegen dem Gründungsgedöns. Ich will nur einmal kurz einladen, wenn das bei dir passt. Ich wär super. Brauche ich nur noch eine Stimme. Weil ich gerade die Nummer so ist, unter meiner Quest steht, sammel östlich. Und wo gehe ich richtig. Wo gehe ich hin richtig? Westlich? Oh. Wunder mich, warum ich nichts finde. Aber Hybrid macht ja nichts draus. Würde mir nicht anders gehen. Das hätte auch von mir kommen können. Mein Magen wird ja jetzt schon immer besser. Okay. Wie gesagt, das wäre einfach nur fix, ne? Einladen und dann fertig. Dem anderen, den letzten Platz kriege ich, glaube ich, wenn ich mich einmal auf meinem alten AC einlogge. Also, mein PSAC einlogge. Und dann kriege ich den nämlich durch. Gott, da ist aber viel los da vorne. Was wartet denn da? Pignia! Lass mich raten. Beschwörer. Beschwörer! Willst du mit, Kitty? Dann musst du nur in der Gruppe dann einfach schreiben, dass ich lese. Oder einfach warten, weil ich lese die Texte. Deswegen. Ich brauche ein bisschen. Hier liegen die 1000 Löcher von Totorak. Also sofern... Doch, Text müsste davor, glaube ich, kommen einmal. Von Totorak, der Berüchtigten. Was? Ob da eine Silfe reingeflogen ist? Das wird doch nicht, während ich nur ganz kurz Pause gemacht habe, verflixt. Dabei soll ich keinen reinlassen, weil da drin eine Unmenge von gefährlichen Ungeziefer haust. Jemand sollte die Silfe besser da rausholen. Abenteurerin, ich erteile dir hiermit die Genehmigung, diesen Kerker zu betreten. Aber selbstverständlich nicht alleine. Und die Sicherheit zu einem gewissen Grad zu gewährleisten, müssen außerdem einige Auflagen erfüllt sein. Mhm. Ich werde warten, besonders von dem Boss. Das wäre lieb. Das wäre lieb. Am Anfang ist es ja egal, sage ich jetzt mal, aber... Vom Boss wäre ganz, ganz lieb, weil ich würde mir das gern ansehen. Ich habe das sehr selten bisher nur gesehen. Nicht, dass dann... sämtliche Leute vorrennen und die Szene wieder abgebrochen wird. Das hatte ich nämlich schon so oft. Finde ich nicht besonders witzig. Passiert nämlich jedes Mal.
Ich glaube, das Ding hatte ich mit Kaya und das Ding hatte ich, glaube ich, auch damals bei Dwayne, wo das abgebrochen hat. War nicht witzig. Und das, obwohl man gesagt hat, bitte wartet vom Boss. Meine Ehe. Viele Sehensterne meint da rein zu rennen. Okay. Sehr schön. Wir werden nicht lange warten. Tausend Löcher von Tutorak. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es dann heute hinschaffe. Hätte ich echt nicht gedacht. Also ich kann schon mal so viel sagen. Ich gebe dann danach noch alles ab. Gucken wir uns das alles noch in Ruhe an. Und dann mache ich aber auch bald Feierabend, weil ich bin echt müde. Oh, danke, Kitty. Jo. Wie verärmt hast du auf diesem Streamzeit gehabt? Das ist ja ein Mini-Stream. Ja, ey, ich bin heute echt müde. Ich bin richtig, richtig müde. Aber Daki, dafür ist morgen ein 12 Stunden, wenn ich es hinkriege, ein 12 Stunden Stream. Das sollte, glaube ich, reichen, oder? Das macht das Ganze doch schon wieder besser. Weil morgen kommt dann wieder ESO, FF14 und eventuell Lotro, wenn ich es hinkriege. Dann muss ich nämlich gucken, weil da brauche ich leider mein VIP für. Wahrscheinlich von nachts und morgens an. Nein. Um 12 geht's los, glaube ich. Um 12 habe ich eingetragen. Und dann jedes Spiel 4 Stunden. Also ab 12 geht's los. Der MMO-Montag. Wieso? Ja. Falls ich FF, falls ich Lotro nicht hinkriegen sollte, gibt's abends dann tatsächlich WoW. Ich mag's gar nicht aussprechen. Aber da wir ja gerade am WoW machen waren. Gut, muss ich dann zwar, sagen wir mal, schon allein machen, aber egal. Also eventuell wechselt Lotro mit WoW, aber mal gucken. Noch habe ich das Abo, ne? Bei Lotro habe ich gerade kein Abo. Das ist halt, dadurch, dass ich WoW-Abo habe, habe ich halt bei ESO und bei Dingens kein Abo. Das ist ein bisschen... Eins kann ich mir noch holen. Eins geht. Beide gehen nicht. Mal gucken. Was ich mich freue, wenn ich von der Arbeit komme. Ich verspreche aber noch nichts, ne? Es kann auch sein, dass wir Lotro spielen, aber es kann auch zu 50% sein, dass wir WoW spielen. Das wäre auch durchaus möglich. Je nachdem, was morgen dann mehr kickt. Wir hocken ja in den Sanger. Nee, Sangermaschen hatten wir fertig. Weder von Terraco oder wie das heißt. Und das Schlimmste ist, ich muss lesen. Und ich habe diesmal keinen Dufte dabei, der mir Text also abnimmt. Ich habe leider keinen, der. Kein Co-Leser. Das wird heftig. Das wird ein heftiger Schmutzschmaff. Aber mal gucken. Je nachdem, für was ich mich entscheide. Bei ESO kann ich
Da gucke ich morgen auf jeden Fall rein, wie viel Platz ich habe und wie viel ich noch vom Inventar loswerden kann. Ansonsten muss ich einfach darauf aufpassen, dass ich nicht so viel mitnehme. Und dass ich morgen auch nicht so viel sammle. Und dann könnte ich mir Lotbo holen. Noch. Würde noch gehen. Also mal gucken. Ja, wie gesagt, 12 Uhr geht's los. Und dann 12 Stunden. Klappt doch. Immer mit einem Kampfschrei. Einfach immer stirb machen. Dann passt das. Ach, jetzt kommen die Puddings. Puddings so. Boah, ja, das nicht. Friends. Okay, es rennt einer vor. Finsternis. Trotzdem will ich in deiner primitiven Sprache zu dir sprechen, aus Freude über unsere Begegnung.
bin der Ashien Labrea, Diener des einzig wahren Gottes. So, dezent, tut's mir ja leid, dass alle warten müssen. Du hast mein Interesse geweckt. Aber nur so ein bisschen. Und die Kraft, die in dir ruht. Das Licht hat sich in dir eingenistet und zerfrisst dich wie ein Geschwür von innen. Wesen der Dunkelheit. Deine Gabe ist beachtlich. Du scheinst sogar in der Lage zu sein, den Äther zu formen und Lichtkristalle zu manifestieren. Gerne würde ich erleben, wie du Geschichte schreibst. Doch du bist dem absoluten Gott in die Quere gekommen. Höre, fühle, erkenne das Böse. Deshalb muss die Geschichte von dir und dem Kristall nun ein jähes Ende nehmen. Das sehe ich nicht so. Bah. Einfach nur bah. Hm. Ja, wie war ich wohl dabei? Putz, vielleicht die gute Elfin. Ja. Danke fürs Warten! So, für mich ist auch Zapfenstreich. Gutes Nächte. Ich bin schon eventuell bis morgen. Bis morgen, eventuell. Würde mich freuen. Ich bin ja lang genug morgen da. Wenn alles passt. Heimel, was? Einfach nur... Was? Einfach nur... Was? Hiernach kam nichts, das weiß ich. Das kommt erst, wenn wir rausgehen. Oh, Notenrolle. Okay, den habe ich schon. Ja, schön will in seine Sachen. Ja. Nice. Jetzt darf ich lesen. Boah. Oh no. Puh, endlich ist die Meinige befreit. Ein ganz düsterer hat die Meinige fest in einem Kokon eingesponnen. Die Meinige ist fast zu Gieserbreit zerquetscht worden. Was mit anderen Worten sagen, mein Bruder? Mein Hauptmann, mein König. Und Ducky. Albert, einfach nein. 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 Die beiden einfach nein. Aber irgendein Hilfreichiger hat die Meinige gerettet und der Düsterige ist verschwunden. Hat die Heldenhaftige etwa all die Monstrigen besiegt? Oh, danke, vielen Dank. Ja, etwas, ne? Lass uns nun diesen finsteren Ort verlassen. Schnell, kehren wir zur Silphenzuflucht zurück. Noch nicht ganz. Ich darf noch mehr lesen. Leider.
als Catwoman. Oh, Kitty. Zerturio, der Trupp bei Lerchenruf hat das Zielobjekt aus den Augen verloren. Verstanden. Ah, da gibt's. Das gibt's doch nicht. Wo ist das Mistück hin? Also noch keine Spur von Ramu? Tribunus, nein, leider. Kein Zeichen, aber wir. Genug, spar dir deine Worte. Wenn wir weiter vordringen, werden die Gridania auf uns aufmerksam. Die Weisung lautet aber, eine direkte Konfrontation zu vermeiden. Dass die Silfen ihren Ramu in letzter Zeit nicht beschworen haben, scheint also zu stimmen. Wir sollten die verdammte Operation abbrechen. Die Götter Eoseas erfüllen aber auch einen nicht den kleinsten Wunsch. Was für ein nutzloses Pack. Was ist mit den Silfen, die wir vorhin gefangen haben? Da waren doch noch ein paar am Leben, oder? Es tut mir leid, wir wollten aus ihnen herauskriegen, wo sich Ramu versteckt hält. Da haben wir sie wohl etwas zu hart reingenommen. Ihr könnt aber auch gar nichts richtig machen. Was bringen uns tote Geiseln? Na, ist ja auch egal. Ohne Götter sind die wilden Stämme ohnehin nur dummes Vieh ohne Verstand oder Gemüse in diesem Fall. Es wird gleich dunkel. Wir nutzen die Dämmerung zum Rückzug. Los, Bewegung. Hart reingenommen. Ah, Hybrid. Alles Idioten. Wenn das so weitergeht, kommen wir nie ans Ziel. Ich muss Geduld haben. Unsere Mühe wird irgendwann belohnt werden. Oder, wie hast du immer gesagt, selbst wenn dann dabei Himmel und Erde zugrunde gehen sollten. Wer soll bis an die Grenzen des Möglichen vordringen, wenn nicht wir? Das ist wohl die Bestimmung der Magitech-Ingenieure. Was, Garland? Aber dein Stern ist im Sinken begriffen. Nun beginnt meine Ära. Und im Angesicht dieser glorreichen Zukunft wird sogar die absolute Waffe für Legatus Gaius verblassen. Hybrid einfach nein. Einfach nein. Ja? Gut. Fein. Ethigste Frixio, bestimmt haben diese Genoxia getötet. Hallo? Die Fenstringe haben sich ja noch Schlimmeres im Sinn. Die Andringen entführten. Ach, den Fremdlingen kann man einfach nicht trauen. Die Gemeinigen aus Galemal sind ganz anders als die Gridania. Schnell weg, bevor die Gemeinigen wiederkommen. Was schaut die Deinige denn in die Luft? Warum ist die Deinige eigentlich in dieser Gegend? Hat die Hilfsbereitige etwa nach der Meinigen gesucht? Maybe. Oh, die Neugier will über den großen Ramu sprechen? Na gut, weil die Deinige Noraxi so nett geholfen hat, wollen auch die Unsrigen etwas geben. Um die Meinige braucht sich die Nettige keine Sorgen zu machen. Die Nettige kann ruhig zu ihren Freunden zurückkehren. Oder die Deinige kann auch zur Silfenzuflucht kommen. Dann werden die Unsrigen etwas über den großen Ramu erklären. Abgemacht. Dann kommt die Mutige also zu den Unsrigen. Und jetzt nichts wie fort von diesem Ort. Ein Schild gerollt kommen. Die Stimmung kann in den Wolf umrollen. Ist doch weiter cooler und einer der Heilvorrei. Ira, brauchst du Hilfe? Aber ich schön, dass du da bist. Wunderschönen guten Abend hier. Level 47. Jetzt habe ich auch so einen schicken Bogen. So, dann gebe ich mal einmal die Quest ab. Stufensteigerung schaffe ich leider nicht innerhalb von ein paar Minuten. Außerdem, ich bin einfach nur müde. Ich bin einfach nur noch müde.
Da bist du ja wieder. Und, hast du die Älteste von der Sylphen gefunden? Na, da hast du ja einiges erlebt. Aber es hat ja nochmal ein gutes Ende genommen. Ich werde der Bruderschaft direkt von deinen großen Taten berichten. Oder was meinst du? Jetzt können wir endlich mit den Sylphen verhandeln. Du solltest aber gleich zur Sylphenzuflucht laufen. Das hat Frixio dir doch gesagt. Vielen Dank für alles. Ich hoffe, du schaust bald wieder vorbei. Ich werde stets einen guten Tropfen für dich bereithalten. Hast du vor, gleich jetzt zur Sylphenzuflucht zu gehen? Könntest du etwas für mich mitnehmen? Zur sicheren Rückkehr ihrer Ältesten möchte ich den Sylphen etwas schenken. Außerdem will ich meine Hoffnung ausdrücken, dass wir weiterhin in Freundschaft verbunden bleiben. Schließlich sind wir gewissenhafte Nachbarn. Seit der Katastrophe hat sich der Wald stark verändert. Die Gebiete sind geschwächt. Bis das Gleichgewicht wiederhergestellt ist, müssen alle freiheitsliebenden Wesen des Waldes zusammenhalten. Nur wenn Gredania und Sylphen zusammenarbeiten, können wir den Wald beschützen. Das Geschenk soll ein Zeichen unserer Verbundenheit sein. Ah, da sitzt eine Katze auf dem Hocker. Ja, ich sehe das gerade schon. Oh mein Gott. Das hat irgendwie was. Apropos! Hybrid! Ich hab's schon wieder getan. Beim dritten Versuch. Ich krieg es nur auf meinem Main nicht hin. Auf dem anderen. Auf Shiva will das Ding einfach nicht. Es will einfach nicht. Es ist verhext. Auf Shiva immer 5 Punkte, 5 Punkte, 5 Punkte, 5 Punkte, die mir fehlen. Und hier, dritter Versuch. Das ist Mobbing. Was soll das jetzt heißen, Hybrid? Was willst du mir damit jetzt sagen? Na komm, spuck aus. Spuck schon aus. Ich hab neue Bildchen. Iron. Will ich's wissen? Oh Gott, oh Gott. Oh je, oh je. Ach, Iron. Genau das. Ja. Das ist Mobbing. Aber hey, ich habe ihn auf meinem neuen Main. Ich habe ihn jetzt zweimal. Und das Witzige ist, ich glaube, ich habe noch nicht mal die Möwe und das andere Ding. Nee, ich habe noch nicht mal die Pets. Das ist das erste Mal, dass ich das Mount vor der Pets habe. Aber hey, das ist ein guter Fortschritt. Vielleicht habe ich mit dem endlich mal Glück mit dem Char. Der Iron und völlig Ende von 50. Was? Leute, was? Kitty, niemand mag Angeber. Ich will den auch haben. Der ist cool. Was eine liebe Wesenparty. Ja! Aber ich finde, ganz ohne Witz, ich finde meinen Hai toll. Ich bin verdammt stolz, dass ich den schon wieder gekriegt habe. Er hätte nicht gedacht, so scheiße wie ich angel. Und das kurz vor der 50, ey. Den Delfin kriege ich bald, meine ich. Einmal muss ich die Delfine, glaube ich, noch sehen. Kriege ich, glaube ich, die den Dolphin. Einmal noch. Einmal Dolphin. Dolphin. Und war das hier? Weiß gar nicht. Was hier? Wahrscheinlich. Ja. Oh, den Hai habe ich ja noch. Den Hai kann ich ja schon einlösen. Aber die Möwen muss ich noch zweimal sehen und den Pinguin muss ich noch einmal sehen. Der 50er Lidl. Wir können shoppen gehen. Wie gesagt, er kauft den Stoff. Ja, geil, Iron. Geil. Ja, los. Wann wollen wir shoppen gehen? Ich hab noch mehr. Ach, Iron. Ja.